So, willkommen zurück. Ghost Raccoon Wildlands. Ich fliege jetzt mal Hubschrauber. Und wir müssen hier hin. Das Kartell hält wichtige Gefangene in einem Lager in den Bergen namens La Caselle del Pueblo gefangen. Befreien Sie die Gefangenen und finden Sie etwas über die Vermissten heraus. Oh, G28 liegt da. Und ja, da fliegen wir jetzt hin. Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier drin. Im Heli. Es dämmert. Ich hoffe, ich kann so ein bisschen wenigstens Heli fliegen. Oh. Bis jetzt sieht das ganz gut aus. Gucken wir mal, ob wir landen können. Ist ein bisschen zu hell für Nachtsicht. Aber ich denke, wenn wir angekommen sind, wird es dunkel sein. Ach, schön sieht's aus. Es gab auch einen größeren Patch. Den habe ich jetzt hier vor der Session noch runtergeladen. Der war ca. 6 GB groß. Was das alles gemacht hat, weiß ich nicht. Viele Bugs behoben auf jeden Fall und irgendwelches Balancing. Vielleicht sollte ich hier nicht direkt drüber fliegen. Keine Ahnung. Und ist ein Konvoi unterwegs. Den kümmern wir uns jetzt erstmal nicht. Muss noch ein bisschen nach oben. Jetzt heilt sich hier vom Berg. Was ist das in dem Canyon hier drin? Oh. Das ist tatsächlich in dem Canyon. Lande ich mal hier oben drauf. Scheiße, und liegt das Vogel schon wieder, ey. Wie kriege ich das hin? Los, ein bisschen nach vorne. Hier ist ja wohl genug Platz. Das werde ich ja wohl hinkriegen, oder? So ein Typ ist in Amsterdam zum Priester gegangen, um seine Beichte abzulegen. Er sagt, vergib mir, Vater, ich habe gesündigt. Während des Zweiten Weltkriegs habe ich einen Flüchtling auf dem Dachboden versteckt. Der Priester hört zu und schüttelt den Kopf. Das ist keine Sünde, sagt er. Der Typ senkt seinen Kopf. Er musste mir 20 Gulden die Woche zahlen oder ich drohte ihm, ihn auffliegen zu lassen. Der Priester denkt nach. Ich muss zugeben, es war keine gute Tat, aber wenigstens war es für einen guten Zweck, antwortet er. Der Typ atmet erleichtert auf. Danke, Vater, sagt er. Aber eine Frage habe ich noch. Welche, fragt der Priester. Muss ich ihm sagen, dass der Krieg vorbei ist? Doch, das ist los. Wir haben Alarm am Start. Hier sind Suchscheinwerfer. Ich muss auf jeden Fall da unten irgendwo hin. Hier ist der Generator. Pennen die alle oder was? Haben die keine Wachen aufgestellt? Ach, hier. Sniper. Okay. Bei einer Anlage dieser Größe entriegeln sich die Zellen bei Stromausfall wahrscheinlich automatisch. Also tot im Generator? Zuerst mal finden. Also los. Generator, da. Oh, ich muss da unten rein, ey.
Shit. Ich bin genau falsch gelandet. Wie komme ich denn da am besten rein? Das ist natürlich beschissen. Ich würde ganz gerne den Sniper vorher wegräumen, deswegen latsche ich hier rum. Vielleicht geht es dann hier auch irgendwo runter. Lol, bin ja direkt hier. Ja, tschüss. Interessant. Ich glaube, das ist ein guter Eingang gewesen. Diesen scheiß Generator wegmachen. Sneaky peeky. Ist zwar einer drin, aber den sehe ich gerade. Ich sehe einen Narko mit einer MP. Sag mir wo. Drüben bei der Funkkiste. Das ist aber nett, dass du den gespottet hast. Den holen wir uns natürlich. Oder brauche ich den? Ich weiß nicht, bevor er mir in den Rücken fällt, oder? Da sind auch noch Infos, die kann ich auch noch mitnehmen. Haben sie die Gegner Gott sei Dank nicht so dicht zusammengestellt. Wie geil ist der denn umgefallen? Ist das geil? Kopf im Arsch, ey. Herrlich. Hallo. Wer will sich auch nicht anders hinlegen? Ach ja, was haben wir denn hier noch nicht? Das da. Das ist ein Lieferplan. Sieht aus, als wollte das Kartell Nachschub zu einer ihrer abgelegenen Basen fliegen. Das Transportflugzeug ist betankt und startklar. Die Rebellen könnten den Kram brauchen, Boss. Wir müssen das Flugzeug nur stehlen. Was denkst du? Wenn ich fliegen könnte, würde ich das machen. Aber mit diesen Flugzeugen kann ich überhaupt nicht fliegen. Warte mal, ich will noch mal kurz drohnen. Ist doch schon wieder was anderes. Das macht 5. Sehr eingeschätzt. Interessant. Ich soll meine Drohne nicht unbedingt sehen. Den Sniper.
Muss ich da wegräumen. Der steht da im Weg. Jetzt bewegt er sich auch noch, der Pisser. Steht er da irgendwo vor? Nö, stand er nicht. Okay. Wenn ich jetzt hier runterfalle und breche mir den Hals, dann lache ich mich selber tot über mich. Ich muss. Muss ich mal gucken. Am liebsten würde ich sie beide erwischen. Wo ist der Hubschrauber? Piss dich mal. Kein Bock auf Hubschrauber. Double out wieder. Sehr geil. Ich liebe diese Sniper. Das ist die HTI übrigens. Ich kann sie euch mal zeigen kurz. Dieses feine Teil. So. Seht ihr hier die Details? Präzision, Reichweite. Schaden kann auch mehr werden, weil Schalldämpfer ist gerade drauf. Ansonsten ist das Teil echt geil. Und dann auch mit dieser Optik hier drauf. Magazin müsste ich mir mal ein größeres holen. Den langen Lauf habe ich schon dran. Da gibt es noch einen. Standardmäßig ist der kürzere dran. Und ja. Gut, dass ihr das mal gesehen habt. Das ist so eigentlich die geilste Sniper im Spiel. So, ich wollte eigentlich zum Generator. Ach, der ist da unten. Hier ist irgendwo noch, Typen, die ich nicht gesehen habe. Jetzt leider nicht wo, wahrscheinlich in diesem Haus da drin. Oh. Oh, was ist da los? Ach, die pennen, oder? Da sind so ein paar, echt jetzt. Ja toll, die sind ja alle da bei dem Generator. Boah. Mal pennen die oder sind die wach? Das ist ja voll krass. Scheiß Lichtquelle hier. Da ist ein Sicario. Wo? Einer? Bist du blind? Das sind 5000. Was mache ich denn jetzt am dümmsten? Schmeiß ich eine Granate da rein? Die hocken da alle blöd rum. Auf zu heulen, Alter. Oh, komm,
kommt man hier nirgends runter? Was ist das für eine Scheiße hier? Alles voll, ey. Und ich soll den Generator ausschalten. Ihr habt doch einen Rappel. Hier drüben sind aber auch noch Typen. Krone fliegt. Da ist noch einer. Macht 10. Waren das, glaube ich, alle jetzt, oder? Ne, da fehlt noch einer. Scheiße. Dann ist auch noch weg da drin. Hier auch noch einen Eingang? Ja, sehr geil. Alles okay, alles okay. Warte, die sehen dich. Er sieht mich. Ich wette, da oben ist noch einer. Essen. Hallo, darf ich das mal looten? Mach vom Fenster weg, du Idiot. Mal, habe ich die Splittergranaten? Habe ich gerade, ja. Muss ich irgendwie näher rankommen? Oder kann ich das von hier schmeißen? Granate fliegt, nehm das. Zurück mit dir. Du bist besser treffen können, oder? Verfickte Scheiße. Wieder ein Granatenfail, ey. Och nö, ich schon wieder ein Hubschrauber. Oh, ein Sniper ist da vorne auch noch. Was macht denn hier bitte noch Licht jetzt? Sollten offen sein. Reden wir mit einem der Gefangenen. Vielleicht hat er jedenfalls einen Moment. Ja, schon wieder gepanzerte Affe. Ist aber nett, dass ihr alle in einer Reihe steht, ihr Wichser.
Generator ist aus. Die Zellen sollten offen sein. Reden wir mit einem der Gefangenen. Okay, der will nicht. Hinweise zu den Verschwundenen. Gucken wir doch mal hier hinten. Bei den Gefangenen. Was ist das? Moin! Hey, Sie müssten mir hier mal helfen. Wir wollten herausfinden, was mit den Leuten passiert, die in San Mateo verschwinden. Was ihm passiert ist, El Pozolero. Ein Topfmacher? Aber was macht er mit den Leichen? Wo sind sie? Er stopft die Leichen einfach in Ölfässer und dann übergießt er sie mit Lechia. Wie sagt man bei Ihnen? Lauge. Natronlauge. Sie. Sosa Caustica. Innerhalb weniger Tage werden die Leichen in den Ölfässern. Naja, es sind keine Leichen mehr da. Jetzt haben wir einen Namen. Wir brauchen mehr über El Pozolero und wie wir ihn schnappen können. Er ist der Einzige, der weiß, wo die Überreste zu finden sind. Nomad, ich habe mir die Akten angesehen, die Sie aus Rosario geschafft haben. Da steht nichts über vermisste Personen. Irgendwas über El Pozolero? Wir haben eine Beschreibung des Trucks, der die Lieferung macht, aber nichts über die Route oder Zeitplan. Es ist so, als ob der Wagen durchs Land fährt und jeder, der einsteigt, verschwindet. Das ist erklärbar. Hier in den Akten sind die Informationen über die Route des Trucks. Ich schicke sie Ihnen. Schnappen Sie sich den Fahrer und finden Sie sein Endziel heraus. Dort dürften die Überreste sein. Klar. So, so. Fahrer des Trucks. Ging ja doch noch ganz gut. Weil die KI wieder so dämlich war. Toll, ausgerechnet der qualmt. Den hätte ich gern genommen. Naja. Was liegt hier noch? Vorräte. Bisschen Essen, genau, her damit. Brauche ich sowieso. Guck mal auf die Karte. Der Todestruck. Bla 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 bla. Okay. Trucks, ich hasse Trucks anhalten und so. Das ist ja gar nicht so mein Ding. Steht ein Hubschrauber. Da sind irgendwie noch Dokumente. Auch da oben drauf wahrscheinlich. Sehen wir uns hier nach Informationen um? Ja, die hole ich offscreen, würde ich sagen. Und in der nächsten Folge gehen wir dann zur Mission. Zur Hauptmission mit dem Truck. Bis zum nächsten Mal.